Machen wir der Spritz zu. Oh nein! Momo, das Süchtige draußen, das ist eine Chris. Ich hätte mir auch mal Battlegrounds gekauft. Und werde jetzt mal ein Ründchen spielen. Von H1Z1 war ich ja nicht so der Fan. Und schon fliegen wir los. Ich weiß jetzt nicht, wo ich rausjumpen werde. Wir kommen vom Norden. Nee. Ja, Nordwesten. Schauen wir mal. So. Ich würde sagen, das da. Könnte sein, dass jetzt noch 94 Milliarden Leute hier runtergelaufen sind. Runterspringen, aber macht sie nichts. Jetzt erstmal schauen, wie es hier ausschaut. Ich glaube, wenn ich auf dem Dach lande, kann ich ein bisschen früher loslaufen. Ja, müsste laufen. Sehr schön. So, jetzt müssen wir als erstes eine Waffe finden. Oh, Mantel. Das Spiel ist von der Performance her noch ein bisschen laggy, davon werdet ihr aber wahrscheinlich nichts mitbekommen im Video. Muss nur ich damit klarkommen. So, und ich habe eine SKS bekommen. Was eine sehr gute Waffe ist, die soll ein bisschen selten sein. Ich habe ein sehr gutes Loothaus bekommen. Der SKS hat, glaube ich, nur Einzelschuss. Vorne ist ein Buggy. Schauen wir erstmal ganz kurz. Die selbst steht noch nicht fest. Ich glaube, da vorne geht es wirklich ab. Ich höre dann gerade noch keine rüber. Oh Gott. Ein nackter Mann rennt auf mich zu. Boah. Wieso rennt der nackt rum? Er hat einen Werkzeuggürtel dabei, Alter. Der kann Mechaniker bestellt vom Escort-Service. Und dann eigentlich auch noch so ein Mechaniker, Mann. Ja, hier ist, glaube ich, noch nichts. Helm, sehr wichtig. Was ist mein 8-mal-Zielfernrohr? Ja, sehr gut. Das habe ich noch nie gefunden. Anscheinend ein sehr gutes Gebiet hier. Was ich unbedingt brauche, ist eine Bandage. Dann wird es erst was. Aber immerhin habe ich schon mal einen Kill, komm. Das Hauptmanko im Spiel ist sowieso noch die Performance, aber ich glaube, da komme ich schon damit klar. Das Einzige, was ich brauche, sind Bandagen. Die kann man sich nicht basteln. Soweit ich das weiß. Kann natürlich sein, dass ich völlig einen Scheiß labere, aber das scheint sehr einfach gestreckt zu sein, das Game. Was aber auch gut ist. H1Z1 musstest du immer 50 Milliarden mal craften. So, gehen wir rein. Das ist auch noch so eine Sache. Mit F-Spam kommt mir ja auch nicht rein. Okay. Oh nein! Naja, fahren wir noch ein bisschen weiter rüber. Da war auch schon einer drin, oder? Ja. Ich
Okay. So, abhauen kann ich ja direkt, da ist er. So. Habe ich 7, 6, 2 aufgehoben? Ja, aber ich zuerst. Aber jetzt ja keiner Angriff. Ich kann jetzt eigentlich ein bisschen warten, aber irgendwo oben am besten. Hab ein bisschen Nachtsicht, wenn ich jetzt nicht. Ja, genau, Nachtsicht. Bisschen Nachsicht, wenn ich jetzt nicht direkt immer irgendwo reinfahre und engage. Dürfte ganz gut erkennen, dass ich noch ein richtiger Stricher bin. Noch keine Ahnung von nix, aber trotzdem reicht's für ein paar. Da, wo wirfst du denn ab? Oh Gott. Hoffentlich nicht bei mir gerade. Ja. Das war verdammt weit. Nice. Und er weiß kein bisschen, wo ich war. Da oben ist er. Das ist der Typ, den er gerade verfolgt, oder? Okay, die beiden machen mir gerade nichts mehr. Da muss ich nichts machen. Ich habe von links irgendwas gehört. Wow! Bist du eigentlich behindert, Junge? Der hat gerade jemanden gekillt, der vor mir war. Drecksgras. Machen wir der Spritztour. Lang genug hier geblieben, ich habe lang genug hier Lärm gemacht. Was jetzt hier oben steht, habe ich es verdient. Da war ich ein bisschen sehr greedy.
Osten. Gut, dann halt nicht. Oh nee. Nicht so. War das neben mir? Hoppala! Das Ding ist jetzt nicht, dass ich nicht zu der Zone schaffe, aber jetzt noch 12 Leute leben. Das ist natürlich das Beschissenste, das passieren kann. Bitte, hallo, ich hab gar nicht geschossen. Wo bist du? Ich stehe hinter der Hütte, ich kann den aber gerade nicht ausmachen. Es kommt jetzt ganz davon, wo die nächste Safe Zone ist. Allerdings müssen die jetzt sowieso hier rüberlaufen.